Liebe Brüder und Schwestern, wenn dein Bruder sündigt, dann geh und weis ihn zurecht. Was für eine schwierige Aufgabe. Wenn du siehst, dass dein Bruder, deine Schwester, ja, dein Mitmensch in schwerer Sünde lebt, zurechtweisen. Wie unangenehm ist das? Da schafft man sich Feinde eventuell. Da stößt man auf Ablehnung, Anfeindung. Ja, und dieser Auftrag, der hat ja auch zur Folge, dass man zuerst sich selber prüft. Zuerst muss man ja auf sich selber schauen und überlegen, ja, wie bin ich eigentlich? Wie ist mein eigenes Leben? Bin ich selber so untadelig, dass ich ja dieses Recht habe, andere zurechtzuweisen? Da könnte ja der andere, der Mitmensch kommen und sagen, ja, du tust ja dasselbe, du bist ja auch nicht besser als ich. So hat man irgendwie auch Angst davor. Der Herr sagt, wir sollen einander Liebe erweisen. Und wir haben es eben in der Lesung aus dem Römerbrief gehört, ja, die Liebe, die schuldet ihr einander immer. Ich denke, wenn man einen Mitmenschen ermahnt, ja, wenn man dieses Amt sozusagen eines Wächters übernimmt, wie wir auch in der Lesung gehört haben, dann soll es immer aus Liebe geschehen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Nicht Wichtigtuerei, nicht weil man sich über andere stellen möchte, weil man überheblich ist, weil man auch gerne auf andere hinunterschaut, weil man sich besser vorkommt, sondern weil man den Mitmenschen liebt. Aus Liebe soll man zurechtweisen, aus Liebe ermahnen. Ich denke, das wissen Eltern am besten, wenn sie ihre Kinder ermahnen. Ja, nicht, weil sie irgendwie niederdrücken wollen, weil sie sich besser vorkommen, sondern weil sie sehen, dass da etwas schief läuft. Ja, wenn wirklich etwas schief läuft, dann soll man den Mund aufmachen, etwas sagen, aus Liebe. Und ich denke, der ermahnt wird, der spürt ganz genau, spricht jetzt dieser Mensch aus Liebe, aus Güte, aus Sorge, aus liebender Sorge heraus, oder möchte er sich nur wichtig machen? Ja, die Liebe schulden wir einander immer. Gott schenkt uns seine Liebe. Er schenkt uns alles, was er hat. Seinen ganzen Reichtum, alles, er schenkt uns sich selbst in seinem Sohn. So sehr liebt Gott uns, dass er seinen Sohn für uns hingibt. Und auch Jesus ermahnt immer wieder neu, gerade am Beginn seines öffentlichen Wirkens, kehrt um, glaubt an das Evangelium, hört auf die Stimme Gottes, wie wir eben gesungen haben, hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet nicht euer Herz. Ja, oft ist unser Herz einfach verschlossen, verhärtet. Es ist nicht mehr offen für dieses Wort Gottes, für die Ermahnung, für die Zurechtweisung. Ja, für diese Liebe und Gnade Gottes, die uns geschenkt wird, die der Vater im Himmel uns anbietet. Oft wollen wir nicht hören auf Gott, auf seine Stimme, obwohl Gott uns immer wieder neu Heil schenkt. Nur in ihm ist Heil zu finden. In seinem Sohn Jesus schenkt er uns die Vergebung der Sünden. Er ist dieses lebendige Wort Gottes, das voll Geist und Leben ist. Wenn wir es aufnehmen, dann empfangen wir wieder neu das göttliche Leben, seinen Heiligen Geist. Ja, hören wir wieder neu auf die Stimme des Herrn, der zu uns spricht in den Lesungen, im Wort Gottes, im Evangelium, in den Gebeten der Kirche. Auch wir sind berufen, Wächter zu sein, wachsam zu sein. Der Wächter hat die Aufgabe, ja, das Unrecht zu erkennen,
die Gefahr zu sehen. Überall gibt es Menschen, die aufpassen. Auch wenn man ins Theater oder ins Kino geht, hat man, ob man eine Eintrittskarte hat, ob man in rechter Weise gekleidet ist. Die Torwächter stehen da, die Wächter an den Stadien, an den Flughäfen. Sie haben eine noch wichtigere Aufgabe, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Terrorgefahr so groß ist, die Menschen sozusagen zu visitieren, aufzupassen, dass keine Gewalttäter, keine Terroristen eindringen, die andere Menschen ins Unheil stürzen, die alle Menschen in Lebensgefahr bringen. Gerade dann, wenn Lebensgefahr droht, ist dieses Amt des Wächters, ja diese Wachsamkeit noch viel, viel notwendiger. Todsünden bringen uns in Lebensgefahr. Schwere Sünden, die uns wirklich von Gott trennen. Gott sei Dank ist das ja sehr selten der Fall. Meistens sind es ja so kleine, lästliche Sünden, die uns belasten. Aber auch da sollen wir zum Herrn kommen, zur Beichte gehen, Gott unsere Sünden bekennen, damit er uns reinigt, uns befreit von aller Schuld. Damit wir wieder froh und frei als Menschen, als Christen leben können. Ja, Wachsamkeit ist notwendig. Aber der Herr schenkt uns diese Zuversicht, diese Zusage, dass er unter uns ist. Er sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht nur, dass zwei sozusagen eine Sache bestätigen müssen, zwei dürfen auch miteinander beten. Wo zwei oder drei im Namen Jesu beten, da hört Gott unsere Bitten. Ich denke, gerade das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst, den Gott uns aufgetragen hat, als Christen, dass wir vor allem füreinander beten. Gerade dann, wenn wir sehen, dass Menschen in Sünde sind, dass Menschen in die Irre gegangen sind. Auch wenn wir selber gesündigt haben, wenn wir merken, ja, wir sind ja selber eigentlich auch nicht besser als die anderen. Wir dürfen immer wieder neu, vertrauensvoll zum Herrn kommen, um sein Erbarmen bitten, uns reinigen lassen sozusagen von aller Schuld, im Bußsakrament, im Bekenntnis der Sünden. Dann empfangen wir sozusagen, wie der Körper, wenn er von Krankheit, von Viren befallen ist, diesen göttlichen Impfstoff, dann werden wir wieder stark, dann werden wir gestärkt und haben Kraft, ja, diesen Versuchungen zu widerstehen, die uns überall begegnen, uns diesen Versuchungen, dass wir uns abwenden von den Geboten Gottes, von seinem Weg, dass wir unser Herz und unser Ohr vor seiner Stimme, vor seinem Wort verschließen. Es wäre ja wirklich fatal und verhängnisvoll, wenn zum Beispiel der Arzt uns sagen würde, ja, tun Sie das nicht, das schadet Ihrem Körper, Ihrer Gesundheit. Meiden Sie dieses und jenes. Rauchen Sie nicht oder trinken Sie nicht so viel Alkohol. Sie sind schon ziemlich gefährdet in Ihrer ganzen gesundheitlichen Verfassung. Und es wäre nicht bereit, auf ihn zu hören. Wäre das nicht töricht? Aber wir dürfen ja auf den göttlichen Arzt hören, auf Jesus, der gekommen ist, für uns Leben zu sein, uns zu heilen von aller Krankheit, der Sünde, um uns zu befreien von aller Schuld, damit wir vertrauensvoll in seinem Namen zum Vater im Himmel beten, ihn um seine Gnade, um seine Gaben bitten, um seine Hilfe, um seine göttliche Kraft, ja um seinen Heiligen Geist, dass er uns erleuchtet, dass er uns führt und leitet, damit wir diesen Auftrag, ja dieses Gebot des Herrn, dieses neue Gebot der Liebe immer besser verwirklichen können. Amen.